Jensen, wie gefällt dir das gemeinsame Rennen von DTM und Super GT? Das Konzept ist fantastisch. Für mich ist es ein Privileg mitzumachen, denn ich verfolge die DTM seit den 80er Jahren. Was könnt ihr hier lernen für das Rennen in Fuji? Der größte Unterschied ist der Reifen. Wir müssen viel mehr mit dem Setup des Autos arbeiten, aber ich glaube, meine Ingenieure genießen diese Herausforderung. Was war der schönste Moment in deiner Karriere? Natürlich war der Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft in Brasilien etwas Besonderes, viele Emotionen. Kanada 2011 war auch toll. Auch mein Sieg in Spa 2012. Der peinlichste Moment? China, ich glaube 2011. Ich lag in Führung und kam zum Boxenstopp. Ich hielt bei Red Bull, aber ich fuhr für McLaren. Dadurch habe ich die Führung verloren und bin nur Dritter geworden. Aber hey, sowas passiert halt auch mal. Deine Lieblingsstrecke? Ich denke Suzuka. Lieber Strand oder lieber Skifahren? Ich hab's gern heiß. Ferrari oder Mercedes? Wer immer mich fahren lässt.